Ein herzliches Willkommen zurück zu Risen. So, wir haben in der letzten Folge richtig viel erledigen können. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Er hat uns angeboten, dass wir in seinem Lagerhaus pennen können. Ich weiß aber nicht, wo dieses Lagerhaus ist. Vielleicht, ach, da unten vielleicht. Das gucken wir uns gleich mal an. So, ich habe jetzt alle Heiltränke. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß, vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Nein. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit hat. Oh, das ist gut. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Das war gut. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Sehr geil. Okay, vielleicht spricht mich jetzt dann demnächst auch mal eine Wache an. Jetzt will ich aber erstmal wissen, wo dieses blöde Lagerhaus ist. Ist das ein Lager? Warte mal, erstmal speichern. Ich will wieder rein, da und weil ich wieder attackiert werde. Oh, da war ich schon. Okay, dann machen wir doch hier mal ein Schläfchen. Bis Mitternacht, würde ich sagen. Und dann gehen wir nämlich zu dem... Wie heißt er? Zu dem Metzger oder was, oder Fleischer oder was der auch ist. Wir probieren das aus. Vielleicht pennt der schon. Wir jetzt in dieses Lagerhaus. Wenn, wer ist das denn? Ein normaler Bauer, okay. Achso, warte mal, ich wollte noch mit deiner Frau schwätzen. Ah ne, das ist nicht die Frau, das ist die Frau. Ich brauche Dietriche. Natürlich. Wenn du willst, können wir ein wenig handeln. Ich brauche... Oh. Was ist das? Das sind was dicke Schwerter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe ein geiles Schild. Gleich mal geiles Schild anziehen. Von wem habe ich denn das? Mega. Dankeschön. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Na. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Hab ich's nicht gewusst? Oder besser gesagt. Jetzt bitte sei du schon im Bett. Ah, prima. Jetzt gucken wir mal. Also, nochmal kurz hier den hier. Ja, der Trottel Pencher. Super, was haben wir hier alles rumfahren? Alles einstecken. Nochmal von vorn. Der Dietrich ist hin. Scheiße. Jawohl. Ja, spannend. Ah, und ein Dietrich, sehr gut. Tschüss, du Trottel. Wieso hast du eigentlich schon wieder eine Waffe? Die habe ich dir doch eigentlich geklaut. Was wir jetzt noch machen können. Hier nochmal reinschauen. Oh, Schrank, ja, komm. Mal kurz gucken. Alles einstecken. Ich hab's mir nicht eingetränkt, das ist nicht gut. Mo dürfte ja auch nicht hier sein. Sehr gut. Nehme ich das rohe Fleisch gleich mit. So, jetzt gehen wir zum Kommandanten. Das läuft prima. Oh, ich könnte mich eigentlich auch noch mit dem anderen Penner prügeln, aber ich muss jetzt mein Schwert erstmal verbessern. Das ist...
wirklich so, das ist... Das war der, gell? Unterrichte mich im Kampf. Ja, weil das ist... Ich könnte noch ein bisschen Schwertkampftraining gebrauchen. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selber zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist. Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eins nicht. Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Mhm. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Ich müsste auch in Stärke. Ich will ja eigentlich mit dem Bogen was machen. Was ist los? Nicht reden. Das ist eigentlich mein Ziel, ne? Und lieber Marcello, was war denn Marcello? Aber erstmal zum Kommandanten, das ist schon mal ziemlich geil. Was war denn das? So. Wir machen aber vorher den hier. Und hier ist was. So habe ich das letzte Mal übersehen. Halt! Kein Zutritt! Doch, doch. Mach schon Platz! Carlos hat mich rufen lassen. Ah, tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Und hier kann ich auch klauen. Bevor ich mit dir rede, schaue ich mir mal hier alles an. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier rein darf. Boah, dieses Schleichen ist so wertvoll. Gucken, was ist hier oben? Da ist nix. Gucken uns alles schön an. Wir haben ja schon mal einen Bogen und so eine Nische gefunden. Okay, da ist ein Zimmer. Lieber Carlos, ich brauch das. Da oben geht es auch noch hoch, aber erstmal hier rein. Oh. Na wen? Na gut. Bett. Keine Truhe, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Kann ich das? So geil, ich kenne mir das alles. Klammern. Das war's hier. Das ist enttäuschend. Carlos, ich bin enttäuscht. Tja. Scheint nicht zu sein. Ich könnte mich jetzt hier fallen lassen. Machen wir aber den hier. Warte mal, was ist denn hier? Oh Gott. Das ist sehr gefährlich, was ich hier mache. Jetzt nicht. Und jetzt laber ich den auch noch an. Nochmal von vorn. Geht doch. Und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Scheiße. Abgebrochen. Nein, nicht abgebrochen. Na also. So, ich hab hier ein bisschen... Hallo.
Ein bisschen geklaut. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dann kann ich auch diese Sachen klauen. Warte mal. Warum schleichst du? Hab das nicht getan. Na gut, man muss es nicht übertreiben. So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Kennen wir uns? Dein Ruf eilt dir voraus. Schon als du diese Stadt betreten hast, hörte ich von dir. Die einen sagen, du würdest als Spitzel für Don Esteban arbeiten. Die anderen wiederum behaupten, dass du dem Orden der Heiligen Flamme beitreten willst. Hm, wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass dein Geist noch unentschlossen ist. Alles, was ich sehe, ist ein junger, kräftiger Mann mit Tatendrang. Ich kann mich natürlich auch irren. Also, klär mich auf. Was willst du in meiner Stadt? Ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir hören willst. Ist das so? Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen. Und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen. Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt. Und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Ja, ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg und denk dran, ich werde dich beobachten. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, das dich deiner Aufnahme in unserem Orden näher bringt, werde ich dich rufen lassen. Ja, ja. Ihr seid so arrogant, hey. Nochmal, apropos arrogant. Nehme ich mit. Das war was ist das? Was für ein Schleimstein? Ich bin kein Schmied. Nee, noch nicht. Ja, mega. Das war jetzt sehr gut. Hab jetzt einiges nochmal eingesackt. Jetzt wollen wir nochmal Folgendes probieren. Ich schau mal, ob dieser, der mir jetzt den Schwertkampf beigebracht hat. Ja, der ist, nee, das ist er nicht. Noch ein zweiter. Er ist noch da. Ich will, glaube ich, nochmal 2 Punkte, also 10 Punkte in Stärke investieren, weil, wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt 25. Das muss ich jetzt einfach machen. Unterrichte mich im Kampf.
Ach, das kostet auch wieder. Bist echt der Lump. Warte mal. 65, wenn ich... Das ist ja stärker, wenn... Ist ja wohl frech. Ah nee, gut so. Das kostet dann immer mehr. Okay, verstehe. 2, 3. Weiter so. Ich will stärk... Gut. Ich will gut so. So. Ich will stärk... Weiter so. Okay. Das wird also alles teurer. Weil wir wollen jetzt... die Prostituierte ein bisschen schützen. Berechen. Ist ja auch so gut. Sie labert auch jeden an. Mal schauen, ob sie mich jetzt nochmal anlabert. Ja? Macht sie nur, wenn ich dringend jemanden verfolgen will. Also, mein Freund. Bin jetzt gegen andere super angekommen. Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Los doch! Komm mal hierher. Ja! Mit deinem geilen Hammer. Ja! Könnte mal was probieren. Ja. Wie das im Ausweichen das funktioniert. Ja. Oh. Der schlägt sehr langsam zu und das ist gut so. Ja! Er wehrt manchmal ab, so komisch. Nee. Da. Doch, jetzt. Ah. Nein. Okay, warte mal. Das muss ich noch mal kurz machen. Also, das mit diesem Abwehren habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden. So, also, kein Problem. Bin ich also stärker, bin im Schwertkampf höher. Also eigentlich müsste das kurz, wenn der Gegner angreift, um meine Kontraparade auszuführen. Aber ich mach den alten Was machst du denn? Hat er gerade pariert? Wieder! Das sollst du nicht machen, wenn ich hier... Naja, der ist wirklich nicht so stark, wie ich dachte. Sogar einfacher als die anderen bisher. Ja. 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 So. Der ist ja Pipi. Ich würde auch mal interessieren, ob ich stärker geworden bin. Schneller geworden bin. Ja. Ah, der ist ja voll dumm. Kann mir gar nichts. Das ist ja mal nicht Abwehr. Was machst du denn? Nein, das sollst du auch nicht machen. Und den Hammer? Was ist das? Barackenschlüssel. Barackenschlüssel? Ah. Okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Du weißt, wo sich Kapitän Stahlbarts Baracke befindet? Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt, Mann. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran verbrennen. Erzähl mir mal was zu dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Wenn ich dir sage, wem der Schlüssel gehört, kann ich mich ja gleich begraben lassen. Verschwinde! Aus mir kriegst du nichts heraus. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorios Baracke ist. Sonst setzt's was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Tschüss, du Depp. So. Dein Held kommt, Madame.
Erikson hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Ich schätze, Erikson wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk vorbei. Frauenheld. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir, mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Geld. Nein, behalte dein Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke, du auch. Boah, ich wollte das Gold tatsächlich nicht. So, du? Hahaha, dem hast du es aber gezeigt, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Erikson endlich mal Schläge kassiert. Der Säufer Erikson hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. Das war gut. Hat Spaß gemacht. Was willst du? Reden, reden. Okay, wir Hallo, wissen jetzt, warte, weißt was du was? Denn? Olga von der Olga. Ich weiß. Okay, wer warst du nochmal? Geh lieber trainieren. Also, wir wissen jetzt, wo die Baracke ist. Das ist mega. Was ich auch mal... Warte mal, das gucken wir auch mal kurz an. Weil wir sollten doch... Nee, aktuell erledigt. Nicht erledigt. Ich sollte doch... Okay, ich habe das dann auch erledigt. Was ist mit der da? Vielleicht bin ich jetzt falsch hin. Okay, prima. Sage ich erstmal freudig. Weidnalo. Garo hier. Hier ist Kostas Goldbörse. Sehr gut. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wollen wir doch mal sehen. 150 für mich, der Rest für dich. Ich werde Skorda berichten, dass du gute Arbeit geleistet hast. Erzähl mir von Skorda. Hey, eigentlich hätte ich seinen Namen noch nicht einmal erwähnen dürfen. Ich kann dir nur so viel sagen. Skorda leitet die Geschäfte des Don hier in der Stadt. Wo kann ich ihn finden? Gar nicht. Er hat sich versteckt. Er wird dich finden, wenn es soweit ist. Und jetzt verlieren wir kein Wort mehr darüber, klar? Wie machen wir jetzt weiter? Wenn du noch ein bisschen in der Gosse bleiben willst, kannst du ja mal versuchen, bei Josh abzukassieren. Da kommt meistens nicht besonders viel bei rum, aber man nimmt mit, was man kriegen kann. Ansonsten solltest du einfach die Ohren aufhalten. Es gibt genug Probleme, aus denen du Kapital schlagen kannst. Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Verstehe. Kannst du mir was beibringen? Ich halte mein Wort. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du ein guter Taschendieb wirst. Ich will ein besserer Dieb werden. Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue, nicht damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stelle ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Nee, das mach ich nicht. Das ist zu riskant. Okay, ihr macht's einfach nicht. Sehr gut. Ich hab was für euch. Deine Frau kann in das Lagerhaus am Ende der Gosse. Ich denke, das ist ein besserer Ort als das hier. Es gibt doch noch gute Menschen in dieser Stadt. Meine Frau wird sich gleich auf den Weg machen. Ich werde hier bleiben und arbeiten. Wir haben nicht viel, wie du weißt. Aber sprich mal mit Martha. Sie möchte dir zum Dank etwas von uns geben, mein Freund. Das ist aber nett. Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden.
Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Ja, gut. Ist okay. So. Ich könnte mal... So, da ich ja... Reich beherrsche. Gucken, was wir hier haben, ne? Ach nee, da war ich ja schon. Bin, oder? Eine Fiedel? Was ist da los? Das ist ja lustig. Fiedel? Ich kann Musik machen, oder was? Gleich mal angucken. Mal vorsichtig hier raus. So. Dann auch hier vorsichtig mal runter. Und mal Bild hier noch schnell. Oh. Raus! Ja, ich mach es. Ja! Hau nur ab! Da habe ich nicht gerechnet, dass dieser Typ. Sehr schön ist das. Okay. Also jetzt habe ich schon einiges, kann ich dir nichts bestehen. Komm zurück, wenn ich wieder aufgestanden bin. Ist ja doof, dass ich dir nicht bestehen kann, aber das ist ja klar. So, weg hier. Ja, ja. Ja! Hau nur ab! Bla bla. Okay, lief auch sehr gut. Jetzt gehen wir in die Hütte. Können den Typen auch mal voll schwätzen. Später vielleicht. Ah nee, der ist beleidigt wahrscheinlich. Wer war Josh? War das Josh hier? Ich glaube, ich habe was gehört. Nee, Elias. Ich glaube, ich habe was gehört. So kann ich den nicht bestehen. Was willst du hier? Was denn? Was da drin ist, ja? Beide finde ich gut. Goldmünzen mal noch einstecken. Nehmen wir alles mit. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Und nochmal von vorne. Nur nicht abbrechen. Jawohl. Viel Glück gehabt. Goldpacken. Und ein Heiltrank, sehr gut. Was war das? Deine Waren sind viel zu teuer. Wenn du kein Gold hast, dann verschwinde hier. Bettler kann ich nicht ausstehen. Geilo. Mach was anderes. Ja, das jetzt nochmal. Okay. Also, jetzt speichere ich mal. Das ist jetzt eigentlich. Wo ich hin muss. Wildschweinfell finde ich gut. Dietrich, altes Schriftstück, gucken wir uns gleich mal an dann. Hier kann ich also auch ein Schläfchen machen in Zukunft, das ist geil. Zwei Betten. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, wir kommen jetzt richtig schön durch, gell? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ost zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. Tja, das haben wir wurscht. Super Rätsel. Ich liebe Rätsel und ich kann planen. Also das Taschendiebstahl. Was? Bei dem ist es so riskant. Aber ich könnte mal bei der Frau hier. Das was? Ja, warte. Hallo? Ist da jemand? Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen?
Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mache für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Ja, komm. Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Wäre geil. Was willst du hier? Dargels Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre, würde ich mich trotzdem von Dargel fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dargel wird niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dargels Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Und darauf kommt's an. Mhm. Du hast auch wieder recht. Okay. Dann gehen wir mal kurz zu lieben. Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Den Namen schon wieder vergessen. Schauen wir mal, was der so hat. Was denkst du über die Inquisition? Schweinehunde allesamt. Sperren uns hier ein und behaupten, sie wollen uns helfen. Da spuck ich drauf. Ist geil, es klappt alles. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Geh zu jemand anderem. Habe ich jetzt die Rüstungsplatten? Wo sind die denn? Mach dich nützlich. Hab ich die jetzt oder nicht? Oder kann ich nur grüne Gegenstände dann haben? Ich glaube, ich hab die nicht. Doch, ich hab sie. Warte mal, dann machen wir aber hier auch schnell schön Speicherung. Wieso kann ich nicht... Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Das ist zu riskant. Nein! Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. Dein Bruder Ulf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Wegen deines Vaters. Ich habe bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Ja, komm. Behalt dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Was ist denn jetzt mit Kapitän Romanov? Er und seine Mannschaft können mir mal gestohlen bleiben. Ich hab jetzt, was ich wollte. Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Das ist der nächste Hinweis. Aber was rede ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. Mhm. Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Von mir aus kannst du sie benutzen. Den Schlüssel dafür hast du ja schon.
Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht. Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus im Hafen habe ich mir schon gewünscht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut. Ist auch besser für dich. Glaub mir. So, jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Zeig mir deine Ware. Ja, die hat auch die Triche. Wie viel habe ich eigentlich noch? 2 Stück, das reicht. Bin ich zu geizig für sowas. Ist hier was? Ah ne, hier war ich doch schon drin. Hier habe ich doch schon mal kurz geklaut. War hier eine Truhe vielleicht, die ich jetzt öffnen kann? Aber hier oben, hier war auch nichts. Okay, prima. Es war doch hier irgendwo... Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab! Wie viel Geld habe ich jetzt? Verkauf mir dein Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Ach, das war das. Ich habe gerade noch den Fischer gesucht, der den Laden kaufen wollte. Der will die... Guck ich mir mal an. Das ist zu riskant. Ja, klar. Liebe zu bestehlen ist, glaube ich, nicht so ohne. Wir können auch mal zum Leuchtturm noch schnell gehen. Jetzt machen wir erstmal hier so die Fische. Es wird so, mein Freund. Guck mal. Nico wird deinen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier, die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Also er hat sogar Gewinn gemacht, der Sack. Ja, also vom Gefühl sind wir relativ weit jetzt am Ende in der Stadt und müssten doch nein, jetzt nicht. Demnächst hier rauskommen. Also ich laber mal den einen nicht an. Billy? Was ist das? Ich hab gehört, du bist ein Schlappschwanz. Was? Wer hat dir das gesagt? Ich bin vielleicht ein Arschloch, aber ich bin noch lange kein Schlappschwanz. So eine Frechheit! Stehe ich da die Knüppel von dem? Ist echt witzig. Das ist zu riskant. Ach so, das war gar nicht der. Lass uns... Wollen wir mal gucken, ob wir seine Truhe jetzt knacken können? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Wieso kann ich den nicht bestehlen? Verdammt nochmal. Liegt der vielleicht hier irgendwo rum? Weißt du was davon? Weil ich kann ihn nicht bestehlen. Ich kann ihn ja auch nicht hoch. Was ist das da oben? Warte mal. Was ist denn das? Hatte ich jetzt eigentlich den Dingszauber? Lichtzauber? Levitats? Da oben ist was. Ich weiß aber nicht was. Wir speichern mal kurz. Lass uns handeln. Du hattest doch hier... Genau. Kann weit im Verderbit... Das hier will ich. Dafür kriegst du auch hier rostige Zweihänder. Was hältst du davon? Freust du dich? Genau, ein rostiges Schwert. Guck mal. Auch hier... Das. Benötigte Stärke. Oh. Oh. Was ist stärker? Was ist denn das? Ach, wie ist denn...
Ja, hier. So, wie funktioniert Telekinese? Da oben ist was. Das weiß ich halt jetzt überhaupt nicht, ne? Wo ist er denn jetzt hin, die Telekinese? Goldene Goldschale. Das ist ja prima. Also, dann brauchen wir noch eine. Muss ich noch überlegen, wo war denn das jetzt? Wer war wo? Ach, und ich müsste auch noch mal die zwei Affen da bekämpfen. Was denn? Was gibt's? Warte mal. Jetzt muss ich mal noch mal mit dem da oben sprechen. So. Kann es sein, dass du eine Goldschale im Leuchtturm versteckt hast? Hm, du hast sie schon gefunden, was? Mist. Und ich dachte, es wäre ein gutes Versteck. Tja, so ist das. Du hast sie gefunden, also gehört sie jetzt dir. Das ist zu riskant. Schade. Saugeil. Also, läuft wirklich gut. Jetzt brauche ich noch eine Goldschale und die kriege ich von dem... Ach, der auch in der Gosse ist. Ich bin gerade gleich mal auf Sachen. Oh, was ist denn? Ein Fenster. Ja, ich bin sehr zufrieden. Und ich bin mir auch jetzt sehr sicher, dass ich da relativ schnell jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall aus der Stadt komme. Da bin ich mir sehr sicher. Gerade nicht. Bist du etwa beleidigt? Mir geht's gut. Und geh lieber trainieren. Ich war einfach mal noch die Leute voll. Vielleicht kann ich jetzt endlich diese Karte auch mal bekommen. Ist die Karte fertig? Je öfter du fragst, desto länger dauert es. Ja, dann hier. Ja, ich hab deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Oh, ist der nett. Das ist zu riskant. Ja, weil das so nett ist, will ich ihn erst. Natürlich. Echt? Nein. Der hat einen Witz gemacht. Herrlich. Okay. Ist jetzt geiler Fischhändler. Gibt's Probleme? Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Hast du einen guten Witz auf Lager? Na klar. Zwei Jäger liegen im Wald auf der Lauer. Da taucht der Wolf aus dem Gebüsch auf. Sagt der eine Jäger zum anderen, den kenne ich schon. Es macht echt Laune, Taschendiebstahl. Das ist viel lustiger, als ich dachte. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch Kommandant Carlos von dir überzeugen. Viel Glück, mein Freund. Wie ist der Inquisitor auf die Insel gekommen? Das weiß ich nicht. Ich meine, er war schon mal hier, ist aber dann wieder abgereist. Und jetzt? Keine Ahnung. Plötzlich war er da. Sowas. Wo ist denn mein Kumpel hin? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay, also das haben wir jetzt auch. Und jetzt will ich brauche ich noch die letzte Schale. Du das? Nee, achso, das war Cole.
Ist hier los? Nix? Ich mach mal gleich. Schade. Okay, ich kauf dir die Goldscheine ab. Alles klar, hier hast du sie. Pass aber bloß auf, wem du sie zeigst. Sie ist sehr begehrt. Ich hörte, dass die Jungs vom Don ganz wild auf das Ding sind. Dein Bruder Olf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Ich bin der Nachfolger von Delgado. Oh, das hört man gerne. Willst du ein Bier? Geht natürlich aufs Haus. Nein, erstmal nicht. Wie du meinst. Ich werde mir aber erstmal eins genehmigen. Das tut gut. Warum bist du hier? Rate mal. Ich wollte das Gold abholen. Ach, so ist das. Mhm. Was ist? Wenn du unbedingt willst, bekommst du natürlich dein Gold. 100 Goldmünzen. Wie immer. Klingt, als kommt da noch ein Aber. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber ich hatte mit Delgado eine Vereinbarung. Was für eine Abmachung? Nun, ich habe meine Schulden sozusagen abgearbeitet. Was meinst du damit? Naja, ich habe meine Ohren offen gehalten und Delgado gesteckt, wo man was holen kann. Dafür musste ich dann nichts zahlen. Natürlich gibt es auch ein Freibier. Tipps und Freibier sind in Ordnung. Puh, da bin ich aber froh. Der Laden läuft nämlich nicht besonders gut. Hier ist schon mal dein Bier. So, was ist denn jetzt mit den Tipps? Hast du was für mich? Klar, ich halte mein Wort. Kennst du Jack, den Leuchtturmwärter? Ja. Letzte Woche ist er hier reingewankt. Sternnagelvoll. Und? Er hat die ganze Zeit davon gefaselt, dass heute sein Glückstag ist. Und er einen wertvollen Ring gefunden hat. Und? Ich weiß, wo Jack seinen Truhenschlüssel Perfekt. Wo ist Jacks Truhenschlüssel? Jacks Turm hat zwei Räume. Die Truhe ist oben. Jack selbst lebt unten. Der Schlüssel ist unten. Er hängt ihn immer hinter einen der Pfosten. Hinten in der Ecke, wo die Fässer stehen. Sehr gut. Das ist zu riskant. So. Also, alle Goldschalen. Und in der nächsten Folge machen wir die nass. Ja, aber bevor ich es vergesse, machen wir hier noch einen schönen Ring, der Stärke gibt. Stabkampf, was will ich denn da? Oh, Akrobatik. Lustig. Das will ich mir nochmal angucken. Habe ich hier Akrobatik. Sehr gut. Ja, machen wir bei der nächsten Folge weiter. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.